Cookie Like Joe, wir sind in Wildhaus. Matthias Neumann, ein Freund von mir, produziert Messer. Für Jäger, für Köche, für Fischer, für Wander. Egal für wen, der hat immer das beste Messer parat. Erklärt uns, was von diesem Hobby an deinem Job gemacht hast. Ja, also ich koche sehr gerne und habe immer nach dem richtigen Messer gesucht und habe einfach angefangen, mir selber ein Messer zu machen. Und das dann nachher dann ausgeweitet und das mittlerweile zu meinem Beruf gemacht und mache dann wirklich für die Küche alles, was du haben möchtest, nach Wünschen. Du kannst es auch bei mir nachbestellen. Du kriegst das Steakmesser, du kriegst das Messer für Fleisch, für Fisch, du kannst ein Messerset machen. Ebenso kriegt der Jäger das Messer für unterwegs, um sein Wild aufzubrechen. Jemand, der wandern geht, ein Freizeitmesser. Wir sind da, jetzt schauen wir diese Messermacherei. Aber ich will euch auch was sagen, dass er ein super Koch ist und ihr hat entwickelt auch seine erste Produkte. Der macht Würste mit Wilde. Und heute werden wir in die Berge. Genau. Mit Matthias, 3 Wurst von Tier testen. Genau. Was ist für eine, das ist wie eine Säge. Ein Kreissägeblatt. Und das ist ein Stahl aus? Das ist japanischer Werkzeugstahl und das ist ein Kunststoffstahl, der sehr robust ist. Dafür werden die Messer für die Hobel gemacht, da werden Bohrer und Meißel draus gemacht. Boah. Und das ist die Messer fertig jetzt? Das ist nachher das Messer fertig. Ja, das heißt, das Messer wurde geschliffen, gehärtet, geschärft, der Griff ist montiert. Und das ist quasi jetzt das Finish für das Messer. Der Griff wird geölt und damit natürlich die schönen Farben vom Griff zu sehen sind. Von Olivenöl, oder jetzt? Nee, das ist normales Hartholzöl zur Pflege, genauso wie draußen für die Möbel, für Holzfenster. Ah, perfetto, benissimo. Ich freue mich jetzt zum Essen. Ich habe Hunger und probieren wir jetzt in die Berge die beste Würste. Genau, und damit wir gleich das auch schön zubereiten können, gibt es jetzt noch die kleine Überraschung, das Messer als Geschenk, dass ich dabei sein darf, natürlich. Danke vielmals. Mit Gravur, Cook It Like Gio. Woo, yeah! Laui im Obertoppenburg mit wunderschönem Blick auf die Kurfürsten. Wir haben hier deine wunderschöne Würsten. Genau, die Grill- und Bratwürste, das sind die Hirschwürste, die du jetzt in der Hand hast. Dann haben wir noch die vom Wildschwein und die vom Kaninchen. Wunderbar. Ich dazu mache ich eine wunderschöne Carnarole Risotto mit Rosmarin, Parmesan und mit selbst gesammelten Steinpilzen. So, für unser Risotto, Matti, was brauchen wir? Zwiebel. Ich fange an und ich benutze das erste Mal dieses Messer, schneidet eine rote Zwiebel. Ja. Schneid dich nicht, es ist scharf. Pass auf, wir kommen das auch, oder? Max, im Feuer machen wir das Eis, Olivenöl und ein bisschen Knoblauchachen. Ja, mit Kamitscha, genau. Lass die so einfach. Ja? Okay? Ja, ja, ja. Traf Rosmarin und die Steinpilze legen wir ein bisschen mit. Keine Gemüsebrühe. So, da einweichen, die sind auch selbst gesucht, oder? Die sind selber gesammelt, ja? Selber gesammelt. Perfetto. Hier ist Eis und ich fange mit den Zwiebeln. Wow! Ist eine von das erste Mal, dass wir so kochen. Und die Zwiebeln gehen. Knoblauch und Rosmarin. Knoblauch und Rosmarin. Lassen wir einziehen. Unser Risotto ist jetzt am Rosten. Möchtest du die Pilze? Die Pilze, na, schön. Erste, ein bisschen Wisby. Oh. Ah, un bellissimo Governo Nobile Bianco. Wild und Risotto und zum Trinken. Castello di Meletto. Castello di Meletto 2018. Den Wein heißt Meletto, ist ein Chianti Classico, eine wunderschöne. Wein. In die Gaumen spüre ich sehr gute Vanille, Schokolade und Brombeere. Ein guter, schöner Rubinrot. Trinkt ja immer was Gutes, wenn ihr schon was Gutes essen. So, Matthias, Steinpilze. Jawohl. Und dann geben wir die Brühe und lassen wir eingehen. Perfetto. Jetzt 20 Minuten und unsere
Risotto ist fertig und wir braten uns die Grillwürste und dann habe ich Hunger, will ich richtig essen. Da. Wir fangen jetzt an mit den Würsten. Das Prego. Ist Salsiccia mit Rotwild, Preisebeeren und Williamsbrand. Wow. Und dann haben wir Salsiccia mit Aquavit, Pflaumen und Nelken. Mit dem Wildschweinfleisch, ne? Mit Wildschweinfleisch. Perfetto. Plus noch die Kaninchenwurst mit Weißwein, Salbei und grünem Pfeffer. Wunderbar. Geh mir da, wir sind Naturfreundin. Niemals Plastik rauslassen. Schau mal, wie schön die Vegetation ist. 20 Minuten maximal und sind wir parat zum Essen. So Gio, die Würstchen sind fertig, wir können anrichten. Oh, perfekt. Reis ist auch parat, mantecato. Wow. Facciamo una bella coppata. Und dann schneiden wir kurz die Würste. Mal die Rotwildwurst. Perfetto. Die Kaninchenwurst. Perfetto. Und dann kommt noch die Wildschweinwurst. Und das Messer ist perfekt. Das freut mich. Schneiden wir so. Au, 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 au. Perfetto, allora copiamo il riso. Il Schwein, no? Il Canis. Wow. Madonna. So, Teller ist fertig, ein bisschen Olivenöl zum Garnieren. Matthias, danke vielmals für diesen wunderschönen Tag. Jetzt ich essen wir. Ich hab zu danken. Danke vielmals. Sehen wir uns nächstes Mal. Cookie Like Joe ist bio, ist gesund. Tschüss!